Hallo, herzlich willkommen zu unserem Unterricht. Mein Name ist Irina Rolf. Heute zeige ich dir, wie man Una Martina auf dem Klavier spielen kann. Una Martina hat geschrieben ein moderner italienischer Komponist, Ludovico Einaudi. Er ist dafür bekannt, dass seine Stücke sind in minimalistischem Stil geschrieben. Das heißt, man kann sie sehr gut vom Blatt ablesen und es sind nicht viele Noten hier, aber trotzdem, es klingt wunderschön und auch sehr gut für Anfänger geeignet. In diesem Unterricht lernen wir die erste Saite. Als erstes spiele ich das, wie das klingt. Und so weiter. Das ist nicht schwer zu spielen. Die Position bleibt immer, also linke und rechte Hand bleiben immer auf einer Position und wir müssen eigentlich nicht viel suchen. Als erstes finden wir aber die erste Note. Dafür suchen wir erstmal C1, das ist Mitte der Tastatur. Und dann gehen wir zwei Stufen nach unten. C, H, A. A kleine Oktave. Und spielen A mit dem Daumen, linke Hand. Und weitere Töne sind A, E, A. Das sind die Töne von A-Akkord. A-Akkord, das ist A, C und E. Und obere A nochmal. Und das sind die Töne. Also wir hatten unten A gehabt. C haben wir übersprungen und dann war als nächstes E und danach A. Okay, also das sind die Töne von A-Akkord. Und diese Kombination A, E, A spielen wir 1, 2, 3, 4. Viermal. 1, 2, 3, 4. Und beim fünften Mal spielen wir A, E und jetzt H und zurück E. Also vier Noten. A, E, H, E. Und von Anfang nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Beim Fünf müssen wir aufpassen. Aber es ist nicht schwer, weil vierter Finger liegt schon hier. Wir müssen einfach nur eine Stufe höher gehen und dann E, H, E spielen. Prima. Wiederholen wir das noch einmal und dann gehen wir weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Das war der erste Takt. Und weiter kommt wieder A, E, A. Aber nur dreimal. 1, 2, 3. Und anschließend haben wir eine schöne Linie. Das ist, wir gehen dafür mit dem zweiten Finger nach oben. Und dann C. Und weiter E, G, H. E, G, H, das ist E-Akkord. Ja, es ist immer Terzen. 1, 2, 3. Erster Terz und nochmal 1, 2, 3, noch eine Terz. Also, versuchen wir uns diese Linie zu merken, weil das später kommt nochmal und wiederholt eigentlich ganz oft diese Linie. Also H, C, E, G, H. Erstmal zwei nacheinander und dann von E-Akkord. Okay. Und jetzt verbinden wir das alles von Anfang. Also Daumen legen wir auf A klein. Hier finden wir E und A. A am besten mit dem dritten Finger.
Und wiederholen wir das viermal. Eins, zwei, drei, vier. Bei fünf schon anders. Fünf. Und dann nochmal dreimal. Eins, zwei, drei. Und jetzt geht unsere schöne Linie weiter. Also dafür müssen wir zweiten Finger über den Daumen legen. So umschlagen. Und spielen H, C. Und dann weiter, Daumen liegt schon auf E. Und dann einfach E-Akkord spielen. Ist es nicht schwer, ja? Also man muss einfach nur zählen bis 4, bei dem 5 aufpassen und dann nochmal bis 3 zählen. Und dann kommt schon dieser schöne Übergang. Mal schauen, was weiterkommt. Also wiederholen jetzt nochmal die erste Reihe bis jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Und weiter kommt wieder A, aber dieses Mal nicht mit dem Daumen, sondern mit dem dritten Finger, weil das hier liegt schon. Und weiter spielen wir das gleiche wie früher war. Also 1, 2, 3, 4 und beim 5 aufpassen und nochmal bis 3. 2, 3. Und dann kommt wieder wunderschöne Linie. Nur jetzt müssen wir nicht mehr überschlagen, wir gehen einfach mit dem zweiten Finger weiter. H und C. Dieses Mal liegt das so nacheinander. Und dann wieder E-Akkord. Ja, jetzt haben wir zwei Reihen schon gelernt. Die sind ziemlich ähnlich. Nur mit Fingersatz ist das ein bisschen Unterschied. Also am Anfang hatten wir mit dem Daumen angefangen und dann mussten wir später also überschlagen und H und C spielen. Und bei der zweiten Reihe fangen wir gleich schon mit dem dritten Finger an zu spielen und dann einfach nur 2 und 1 auf HC. Das geht auch ohne Überschlagen. Schön. Ja, jetzt einfach nochmal komplett wiederholen und dann schauen wir noch weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Liegt schon A? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Und jetzt gehen wir auf kleinen Finger. 5. Und rechte Hand spielt das gleiche. E, A. Nur linke Hand wird hier nicht die ganze Zeit kleinen Finger spielen, sondern abwechselnd. Einmal F. Und danach einmal A. Und dann nochmal F. Und dann nochmal A. Also diese zwei Töne werden wir jetzt abwechselnd spielen. Und das klingt so. Ja? Ich hoffe, das ist nicht schwer. Also beim dritten Dreier müssen wir aufpassen, hier abwechselnd. F, A, F. Zum Schluss einfach E, A, E. Und anschließend spielen wir mit dem vierten Finger und mit dem zweiten Finger. Auch abwechselnd. 1, 2, 3. Okay. Also dritte Reihe ist ein bisschen außergewöhnlich hier. Hier müssen wir abwechselnd spielen. Erstmal mit 5, 3, 5, 3 und so weiter. Und dann mit anderen Fingern, mit 4, 2, 4. Okay, also. Wunderbar, und jetzt 4, 2. Und jetzt kommt wieder unsere schöne Linie. H, C. Und von E-Akkord.
Super, jetzt haben wir schon drei Reihen gelernt. Ich hoffe, das macht dir Spaß und das klappt alles. Wenn das bis dahin einfach mal man wiederholt und man fühlt sich wohl, dann kann man weitergehen und wir spielen dann wieder von A wie von Anfang. Wieder 1, 2, 3, 4, bei 5 aufpassen. Und wieder 1, 2, 3. Unsere schöne Linie. Und letzte Reihe. Kleinen Finger, 5. Abwechselnd. 3, 4, 5. Und jetzt gehen wir noch tiefer. Bis jetzt waren wir hier die ganze Zeit und jetzt müssen wir tatsächlich einmal absetzen und gehen nach unten auf D. Und dann spielen wir abwechselnd D, A und A. Einfach legen alle Finger schön nacheinander und D und A ist schon oben. Und nochmal A. D, A, A. Und weiter wieder unsere schöne Linie. Dafür müssen wir wieder umschlagen, den zweiten Finger auf H. Und dann haben wir es geschafft. Ja, das war's. Hier müssen wir also bei der vierten Reihe gar nichts beachten, weil es ist das gleiche wie von Anfang war. Das heißt, vierte Reihe und erste Reihe, das ist das gleiche. Es kommt wieder A und dann bis 4 und bei 5 aufpassen. Dann nochmal A bis 3, unsere Linie. Aber die letzte Reihe, die fünfte Reihe, da müssen wir schon mit dem 5, 3, 5, 3, 5 abwechselnd spielen. Und dann absetzen auf D und A, A. Am besten, wenn man die Noten hat, kann man das alles nochmal drunter schreiben, wo man aufpassen muss, welcher Finger als nächstes kommt, sodass man dann beim Spielen noch schneller das ablesen kann. Zum Beispiel, die erste Note ist A, wir schreiben dann also A und dann die ganze Reihe kommt A und so weiter. So muss man dann für sich halt so die schwierigsten Stellen aussuchen und die nochmal extra aufschreiben. Sehr, sehr schön. Dann kann ich jetzt nochmal ganz von Anfang spielen und im nächsten Unterricht lernen wir die zweite Seite. Mal schauen, ob da auch so einfach wird. Spielt, kann man versuchen, nicht jede Note so doll zu drücken, sondern etwas auf der Oberfläche zu spielen. Das muss so sein, als ob wenn man Angst hätte, runterzukommen. Also man muss immer auf der Oberfläche bleiben, ganz, ganz leise nur drücken, dass die alle Tasten ineinander schmelzen, sozusagen. Also wirklich, dass man das gar nicht merkt, dass es einzelne Töne sind, sondern einfach nur eine Linie sich so vorstellen kann. Ineinander schmelzen. Am besten dabei Augen zu machen und versuchen, das ganz intensiv zu hören. So spielt Ludovico Einaudi selbst auch. Manchmal sind die Töne bei ihm gar nicht zu hören. Aber das ist nicht schlimm. Die sind da und das geht weiter. Es ist schöner, als wenn man dann jeder einzelne Ton ganz laut spielen würde. Das dann entspricht nicht diesem Charakter.
Das ist so ein bisschen meditativ und man kann sich dabei wirklich ganz, ganz gut entspannen. Versuch mal das. Ich wünsche ganz viel Spaß und wir sehen uns im zweiten Unterricht. Bis bald!